Six oder in the Mix, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja, ich bin jetzt gerade hier in Neukölln, in Berlin-Neukölln. Ich finde die Worte, also wenn ich das gerade hier sehe, deswegen. Und natürlich im Titel konnte ich dir lesen, wir sind im Sonnencenter. Wir haben es gerade, ich bin sehr früh hier. Wir haben es gerade 8.44 Uhr. Es ist besser, früher herzukommen. Extra gezielt nochmal hergekommen, frühs, um euch das hier zu zeigen. Damit am Abend oder mittags hier nicht die ganzen Kiddies mich voll quatschen. Und ich dachte mir, gut, machst du mal die Nacht durch und kommst hierher direkt am Morgen. Ich zeige euch erstmal kurz den Bus, dann die Siedlung drumherum. Hideck-Siedlung heißt sie. Und ja, wenn euch das Ganze natürlich gefallen hat, meine Dokumentation, meine Art und Weise. Ich zeige euch nichts als die Wahrheit in Berlin und deutschlandweit. Wenn ich mal kurz unterwegs bin, weltweit oder irgendwie Urlaub mache, wegen YouTube, dann seid ihr natürlich auch mit dabei. Ich führe euch überall hin. Ja? Ihr seid quasi überall mit dabei, aber aus eurer Wohnzimmercouch. So, wenn euch das gefällt, natürlich Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal und los geht's. Wir sehen natürlich gleich als erstes dieses Gebäude hier. Boah, das hat schon hart erwischt, Bruder. Das ist schon hart erwischt worden, Bruder. Unglaublich, dass die Leute da immer noch gerade noch drin sind. Und ich habe einen Kollegen gesehen, gerade einen Mann, der rausgekommen ist. Und da haben die schon ein bisschen verbarrikadiert, damit da wahrscheinlich die Flamme nicht hochgehen. Ich weiß nicht, was danach oder davor gemacht worden ist. Auf jeden Fall stehen wir hier vor dem Komplex. Und ich zeige euch mal ganz kurz auch mal den Bus. Wenn wir schon hier sind, übrigens 2 Tage nach Silvester. Wir sind 2 Tage nach Silvester am Sonnencenter. Heute ist übrigens der 2.1.2023. Was soll ich sagen? Schaut es euch an. Mein lieber Scholli, hier wurde aber ordentlich gefeiert. Wow, was geht hier ab, Freunde? Ja, klar ist das traurig, aber ich sage euch zum Schluss noch mal was dazu. Das waren irgendwann mal Sitze. Die Sitze sind auch verbrannt. Im Prinzip ist der ganze Bus verbrannt. Die Reifen sind noch da, die Bereifung ist eigentlich noch in Ordnung. Wie ist denn meine persönliche Meinung dazu? Das sage ich euch zum Schluss. Was ich darüber denke, wird vielleicht polarisieren. Aber das ist meine wirklich ehrliche Meinung. Hört ihr dann zum Schluss, also bleibt dran. Kofferraum, da wo die Koffer reinkommen. Bei mir seht ihr alles hautnah. Ja, ich verberge nichts für euch. Und wir gehen da direkt mit rein sogar. Ja, also, könnt ihr mal sehen, wie der Bus von innen aussah, wie er mal aussah, jetzt nicht mehr aussieht. Entspannt wieder raus mit der Kamera. Jetzt hier nochmal rein, hier war der Einstieg, wie wir sehen. So sah der Bus aus, überall natürlich Glas, Schaumstoff, Styropor, was auch immer. Es riecht sehr, sehr nach verbrannt, ich dürfte mich eigentlich dem Fahrzeug gar nicht nähern, glaube ich, in den Gerüchen. Aber ich denke mal, das Ganze ist schon lang vorbei und hier passiert auch nichts mehr. So, vorne, das ist jetzt die frontale Sicht. Da sieht der Bus hier von vorne aus. Next Level, Freunde. Berlin-Neukölln ist Next Level. Ja, auf jeden Fall, wortwörtlich. Also sowas habe ich selbst ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. So ein Ausmaß, sage ich euch ehrlich. Ja, ich muss aufpassen, dass die Autos mich hier nicht mitnehmen. Aber ich würde euch schon gerne mal die andere Seite zeigen. Was das für ein Bus war, würde mich interessieren. War das ein Reisebus oder was genau war das für ein Bus? Hier übrigens auch alles abgesperrt. Auch schon wieder runtergerissen. Wir gehen mal ganz kurz zu der Mülltonne da hinten. Und ja, hier nochmal der Einstieg, hier nochmal die ganzen Sitze. Hier steigt man sozusagen ein, kommt nach vorne, zack, setzt sich in den Bus rein, wo die Sitze sind. Und dann natürlich oben mit den Apartments. Das sieht schon krass aus. Ihr könnt ja sehen, wie die Flammen ja übergegangen sind bis zum Gebäude. Das Ganze ist super gefährlich. Wenn das jetzt ein Gashaus wäre, würde das hochgehen, das Ding. Das ganze Komplex.
Also das, was man hier sieht, unterbrückt, würde ich auf jeden Fall hochgehen. Ja, anscheinend ist das kein Gashaus. Ja, wenn die Leute mal Glück haben. Traurig, Freunde. Aber was soll ich denn dazu sagen? Meine Meinung zählt ja hier nicht. Ich bin ja nur da, um euch zu zeigen, was hier los ist. Hier nochmal eine Tonne. Aus Plastik, logischerweise. So sieht die Tonne heute aus. Wie so ein T-Shirt, so ein Pullover, das eingelaufen ist. So eingegangen ist. Zu heiß gewaschen, würde ich sagen. Ja, Leute kommen her, machen Fotos. Der Kollege ist gerade abgehauen mit dem Fahrrad. Wow, ich würde natürlich gerne mal hochgehen und mit den Leuten kurz reden, aber ich glaube nicht, dass das um 8 Uhr morgens heute der Fall ist, dass sie Bock drauf haben. Wir gehen mal ganz kurz zur Siedlung. Bevor wir zur Siedlung gehen, gehen wir mal ganz kurz hier an den Ecken. Gucken wir mal, wie viel Feuerwerk hier verknallt wurde. Ja, Platz ist sozusagen noch etwas dreckig. Kennt man. Und, oh ja, etwas sehr dreckig. Obwohl die alle nur Knarren hatten. Ich habe ja mitbekommen, dass die meisten Schreckschusswaffen hatten. Und, ja. Ja, Freunde, wir sind mittendrin, statt nur dabei. Berlin-Neukölln, Sonnencenter. Was genau ist hier passiert? Ach, das haben die wahrscheinlich zum Löschen genommen. Das ist das Zeug von dem Feuerlöscher wahrscheinlich. Danach sieht das hier auch aus. Oh, ich hoffe, rutscht hier nicht aus. Und ja, wow, sowas habe ich noch nie gesehen. Wie gesagt, heftig. Das ist hier die Heidegg-Siedlung. Wir sehen das hier. Das ist hier nochmal die Mülltonne. Ja, das ist der Bus. Und was soll ich sagen? Unnormal. Die Optik an sich ist echt krank. Das sieht schon heftig aus. Nochmal der Bus vielleicht von hinten, wenn es euch interessiert. So sieht ein Bus von hinten aus, der verbrannt und explodiert ist. Das Glas ist natürlich gleich rausgesprungen, alles war durch. Verständlicherweise. Hier nochmal die Perspektive. Ja. Eine gute Kameraführung habe ich ja. Ich habe ein ruhiges Händchen und Erfahrung. Von daher solltet ihr keine Kopfschmerzen kriegen. Weil meine Führung nochmal. Kamera für ein gutes. So, Alter, noch mal ganz kurz. Heftig. Eine Person wäre interessant für ein Interview, aber ich glaube, wie gesagt, morgens hat da keiner Bock drauf. Da sehen wir noch mal einen Roller, was hier so auf der Seite liegt. Ja. Runtergehauen worden. Jetzt gehen wir mal kurz rüber zur Heidegg-Siedlung. Hier ist ja alles Heidegg-Siedlung, aber wir gehen mal ganz kurz mitten rein und gucken, was da so läuft. Wenn wir dann schon hier sind. Ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen, es nieselt schon so ein bisschen. Wow, die Autos. Auch schon voll die Schramme. Crazy, auf jeden Fall sehr crazy. Nochmal vielleicht ein kleiner Anblick von Weitem, damit ihr euch so ein bisschen einen Überblick verschaffen könnt, was für ein Ausmaß das war, was für eine Dimension das hat. So ein Gebäude ist nicht klein, wie wir sehen. Da leben Leute, schon wie erwähnt, vorhin. Ja, also I don't know, man. Boah, das hätte auch ein Dilemma werden können. War es ja auch schon so immerhin, sowieso. Aber das haben wir nicht zu beurteilen, was hier passiert ist. Das ist nicht unsere Aufgabe. Ja. Mittlerweile haben wir schon 8.53 Uhr. 8.53 Uhr. Wir gehen in die Sonnenallee. Josef-Schmidt-Straße. Und hier geht's auch los. Wir hätten auch da rein können. Den Haupteingang, wo Sonnencenter steht, aber ihr habt den auch in der Ausstellung schon gesehen gehabt, den Eingang. Ach hier, guck mal, da ist noch eine Tonne, zeige ich euch kurz. Wird ein etwas längeres Video, Freunde. Ich hoffe, ihr habt Zeit am Morgen früh. Denn das Video werde ich demnächst einfach gleich mal rausknallen.
direkt danach, dann wisst ihr, dass ich heute hier war, eine zweite Tonne aus dem Nichts. Das sind wahrscheinlich so aus den Straßenschlachten, Straßenabsperrungen, die die Leute hier benutzt haben. Die Tonne ist auf jeden Fall auch hin. Ja. Wir gehen mal ganz kurz durch die Siedlung. Jetzt ist natürlich alles ruhig. Zwei Tage nach Silvester ist jetzt natürlich nichts mehr Besonderes. Aber ich wollte euch einfach mal den Vibe hier mal zeigen gerne. Wenn ich dann schon hier bin und durchgemacht habe und das Ganze hier auf mich nehme, dann ziehe ich das auch für mich durch und auch für euch. Ja, bisschen Ballereien hier, überall Silvesterreste, sieht man. Ja, das kann ich euch auch nochmal zeigen. Dass hier auf jeden Fall nichts dem Zufall überlassen wurde an dem Tag. Dass es hier genauso abging, wie es gezeigt worden ist. Oh ja, schaut euch das an. Hier ging es richtig ab. Ja. Vielleicht kann ich nochmal erwähnen, weil viele Leute gehatet haben online und ich auch die Kommentarfunktion dementsprechend ausgemacht habe. Habe ich ja auch nur gemacht, weil die Medien das ja auch machen. Bild.de und Co. haben ihre Kommentarfunktion ja auch ausgemacht. Ich keinen Bock habe auf den Stuss, auf das ganze rechte Gehabe. Interessiert mich alles nicht. Heult rum, schreibt das in die Kommentare, aber macht doch mal selber was. Ja. Wählt nicht die Leute in der Politik, die jedes Jahr, alle zwei, drei Jahre wählen. So. Ich muss das nochmal erwähnen. Ich distanziere mich offiziell schon immer von Vandalismus und jeder Art von Gewalt. Und ich verherrliche hier nichts. Ich zeige euch die Realität. Ich zeige euch, wie wir leben, wo wir leben im 21. Jahrhundert in Deutschland. Das ist das Jahr 2023. Bin ich stolz drauf? Nein. Sehen die Leute so aus wie ich? Ja. Kann ich was dafür? Nein. Aber ich zeig's euch. Ja. Ja, ist relativ sauber hier eigentlich. In dem Bereich etwas weniger. Ja, extra morgens gekommen, weil die Leute schlafen. Oder auch viele Jugendliche und Kids in die Schule gehen. Ab heute ist ja wieder Schule. War das heute ja? Das war heute. Oder morgen? Ab Dienstag war das. Ab Dienstag war das. Ja, ja, genau. Und jetzt macht die Heidelberg-Siedlung auf jeden Fall einen ruhigen Eindruck. Klar, es ist ja auch alles vorbei. Aber es ging natürlich rund. Vielleicht sehen wir noch mal ein bisschen was. Und ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen jetzt mit dem Content hier hinterher euch so ein bisschen den Morgen versüßen oder den Nachmittag. Schaut einfach mal rein, teilt es mit euren Leuten. Ich bin live vor Ort für euch. Hier noch ein bisschen was. Einmal 360 Grad für euch. Die ganzen Eindrücke in Original. Mit meinem Gelaber natürlich. Ja. Jetzt hört man nur ein paar Tauben. Ja. An sich ist ja die Gegend nicht schlecht. Und die Leute, ich war ja schon mal öfters hier, die Leute sind ja auch super nett. Ja. Ich sag immer, dass Kriminalität oder Vandalismus nicht von einer Nationalität abhängt. Ja? Ich habe auch Deutsche gesehen mit Knarren. Ich habe das alles gesehen. Ja. Also brauchen wir uns nichts vormachen. Ja? Ob Deutsche mit Migrationshintergrund oder Bio-Deutsch. Wie soll ich das denn sonst nennen? Ja? Ja? Ein bisschen verbrannt. Aber ist okay, Bro. Windig, etwas kühl. So. Hier wurde schon ordentlich gebankst. Ja. Lege, wo wir jetzt gerade sind. Ja, die Siedlung macht einfach einen ruhigen Eindruck. Alles entspannt. Was mir auffällt, hier sind sehr, sehr viele Fluchtwege. Jetzt weiß ich auch, wie die Jungs da die ganze Zeit abhauen konnten. Wie sie abgehauen sind. Jetzt ist mir natürlich alles klar. Die Jungs, die hier aufgewachsen sind, die sich überall auskennen, ist verständlich, dass die Polizei sie nicht kriegt. Mir war so nachdem, dass sie, also mir war so danach, dass die Polizei sie nie bekommen hat. Nur ein paar von ihnen. Die ganz Kleinen wahrscheinlich. Die ganz Jüngeren.
Ja. Gehen wir mal runter. Allgemeines Zeug hier, Coca-Cola-Dosen, Feuerwerkskörper. Ja. Runter zum Parkplatz. Leute gehen nicht, die gehen nicht in die Schule, die schlafen alle. Heute ist offiziell keine Schule, Mann. Erst ab dem 3. Nee, erst ab Dienstag. Hm. Josef Schmitz, Fritzi, Massari, Straße. Ja. Ja. Ansonsten war es dann auch schon mit dem Highlight. So ist das, so viel ist das ja gar nicht hier gerade. Drumherum halt. Ja. Vielleicht gehen wir da nochmal hier rein. Gucken hier nochmal, was abgeht. Spielplatz scheint ganz zu sein. Ist alles ganz am Spielplatz. Nichts ist kaputt, alles ist ganz. Naja. Entspannung. Wir laufen hier durch den Sonnencenter in Berlin-Neukölln. An die Leute, die nicht aus Berlin kommen. Genießt den Anblick. Wahrscheinlich kennt ihr sowas wie so eine Art Hutbauten. Gibt es überall in Deutschland. Ob ihr jetzt aus Essen, Duisburg oder sonst wo aus NRW kommt. Ja. Die Heidesiedlung wurde in spät 70er, Anfang 80er Jahre gebaut. Und war eigentlich eine Innovation, weil mit den Parkplätzen unten und drüber so mit den ganzen Treppen und Brücken, da kann man wirklich von Gebäude zum anderen Gebäude, von Gebäude zu Gebäude, von A nach B sehr schnell kommen. Oh, ihr seht da nochmal den Balkon. Da hat es auch gebrannt. Das gucken wir uns nochmal live an. Ah ja, guck mal hier. Erdgeschoss, erster Stock bis zum zweiten Stock hoch. Hat hier auch gebrannt. Das sieht natürlich auch krass aus. Ja, also heftig. Ah ja, komm, hier auch schon. Hier also auch. Gehen wir zu den Typen da hinten, der Krach macht. Komm, wir gehen mal kurz dahin. In die Richtung. Ja, an sich eine unscheinbare Gegend. Entspannung. Oh, das Gebäude hier auch hat was abbekommen, ja. Aber richtig. Mich interessiert, wie die Leute jetzt da. Nehmen sie da jetzt weiterhin, oder? Ja, sieht so aus. Hier nochmal ein kleiner Einblick. Wow, es ging hoch. Erdgeschoss. Erste, zweite Etage. Ja. No jokes. Neukölln macht keinen Joke, keinen Spaß. So, wir gehen mal kurz aus der Mitte weg. Ah, ist ein bisschen laut mit dem Typen. Aber ich wollte ja her. Ja, hier nochmal vielleicht 360 Grad für euch. Von der Siedlung, mit den Brücken, mit den Übergängen. Ihr seht das. Vielleicht auch mal ohne mich. Da. Kannst du von A nach B überall hin. Die ganzen Gebäude sind hier verbunden. Eine super, super Innovation in den 80er Jahren eigentlich. Sowas wurde danach auch nicht mehr so oft gebaut. Also ich kenne das nur hier von Neukölln, das ganze Ding so. Da gibt es aber noch mal was, oder? Was war das mit dem Lichterfelde Süd, Lichterfelde Ost da in die Richtung? Thermometersiedlung? Nee, die ist aber nicht so gebaut worden. Mülltonnen, die auf sind. Jetzt verstehe ich natürlich, wie die Mülltonnen hier rauskommen und als Straßenblockaden dienen. Und ich sage euch meine persönliche Meinung nochmal zum Schluss. Wer ist denn unschuldig? Was denkt ihr, wer schuldig ist? Lasst uns erstmal raus aus der Siedlung und dann beenden wir auch das Video. Das Video soll auch nicht ewig gehen. Mein Content, mein Stil lebt davon, dass die Leute mir gerne zuschauen. Und ich versuche mir nichts aus dem Hintern zu ziehen, dass ich wirklich die Authentizität so darstelle, wie sie auch ist. Die ganze Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Kein Verschminken, kein Verschönern, kein Zurechtschneiden.
Das bin ich, ich. Ich zeige euch immer nur so, wie es ist. Ohne Musik im Hintergrund. Das alles ist im echten Leben genauso nicht. Hier nochmal ein paar Scheiben, die eingeschlagen worden sind. Ja, das ist jetzt das kleinste Problem. Hier noch ein bisschen Dreck an den Ecken. Ein bisschen ist gut. Ist schon ein bisschen, ja. Wow. Die Ecken. Die Ecken haben es in sich. Freunde, Grüße an alle, die zuschauen. Aus Bayern, aus Österreich, aus der Schweiz, aus NRW, wie auch immer. Mit Berlin ist nicht zu spaßen. Das war es auch nie. Ich habe auch nie gesagt, dass Berlin der krasseste Ort ist. Aber es gibt halt, ne? Es gibt halt. Ja. Wir werden auch in diesem Jahr, heute ist neues Jahr, wie gesagt, Happy New Year an alle nochmal. Frohes neues Jahr, weil ich das vergessen habe zu sagen am Anfang. Ich habe auch nicht gepennt, ich habe ja durchgemacht, um herzukommen, wie gesagt. Wir werden auf jeden Fall nochmal Richtung Duisburg gehen. Schaut euch das an, was hier so abgeht. Wow, wir werden auf jeden Fall nochmal Richtung Duisburg, Marxloh, und hast du nicht gesehen, gehen. Wir werden überall sein. Dieses Jahr. Das neue Jahr ist da. Und ich dachte, ich habe Spritzen gesehen hier, Alter. Nein, das sind Patronen. Feuerwerkskörper, Hülsen. Das waren jetzt keine Spritzen, sah so aus. Ich halluziniere auch schon, Alter. Und ja, ah ja, okay. Die Kollegen, die räumen hier ein bisschen zusammen. Und machen ein bisschen sauber, wie ihr seht. Das Ganze. Hier die ganzen Werkzeuge zum sauber machen. Ja. Das ist so die Gegend. Finde ich ungeheuerlich von euch, von einigen Zuschauern, die recht sind, dass ihr mich hatet, dass ihr sagt, ja, so heißt das gut. Du lachst drüber, du machst Spaß darüber. Nein, ich finde das nicht gut. Aber was soll ich denn in dem Moment machen? Soll ich den Jungs sagen, ey Jungs, macht das bitte nicht? Jeder entscheidet für sich. Ich bin ein Korrespondent, genauso wie die Bild-Zeitung hier rumläuft und das Ganze hier alles filmt. Ja, ob ich mit den Jungs sympathisiere oder nicht, bleibt ja dann wohl nochmal meine Privatsache. Natürlich sympathisiere ich nicht mit Gewalt und Vandalismus. Habe ich euch schon am Anfang gesagt. Hier nochmal ganz normal die Läden offen. Bazar offen. An den Ecken lebt wieder auch das Leben. Ach, guck mal hier. Wurde auch fett eingeballert. Was genau hier passiert ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es hier gebrannt, sehe ich gerade. Oh ja, hier hat es gebrannt, Freunde. Hier hat es gebrannt. Hier nochmal ein paar Klamotten, Scheibe eingeschlagen. Hier ging auf jeden Fall was. Hier ging auf jeden Fall was klar. Da hinten nochmal die Tür. Und ja, heftig. So, wir gehen jetzt raus zu dem Main-Eingang zum Schild. Hier nochmal Friseure, noch ein paar andere Läden. Und ja, ansonsten in der Mitte ist eigentlich relativ sauber. Leute arbeiten, herrscht ganz normal Betrieb. Und ja, wir gehen mal ganz kurz zum Eingang. Und ja, was soll ich sagen? Schönes Mosaik hier an der Ecke. Sieht schön aus. Gefällt mir. Zwei Müllmänner oder wie auch immer das ist. Mit Mülleimern. Und ja, hier sind wir wieder. Berühmt-berüchtigte, ungefürchtete Sonnencenter-Schild. Hier nochmal die Steine, wo die alle rausgeballert haben. Wie ihr seht, um gegen die Polizei zu werden. Mann. Und ja, die Jungs machen natürlich hier wieder Aufräumarbeiten hier. Und ja, war natürlich nicht prickelnd am 31. Ja, in den ersten hinein. Ja, dann hier nochmal das Ganze, kennt man schon, so ein bisschen Skulptur für Künstler, Künstlerfans unter euch. Und wir gehen wieder zurück zum Bus. Das ist der Haupteingang. Da hinten geht es natürlich auch weiter. Aber ich bleib lieber bei dem Basic. Ich weiß jetzt nicht, was da hinten abgeht. Aber da habe ich in den Medien nichts gesehen jetzt, dass da irgendwie was verging. Da sind jetzt
mittlerweile noch andere Leute, die den Bus bestaunen und Fotos machen. Vielleicht können wir die noch mal kurz fragen, was sie davon halten. So, ich sehe jetzt auch schon die verschiedensten Medien hier rumlungern. Ja, hier nochmal schön zu sehen, die Medien. Keine Ahnung, wer jetzt kommt, was er jetzt hier macht, aber macht ein paar Fotos, wie es aussieht. Ja, ja, eine bittere Sache. 31.12.22 hat sich in ein Chaos in Richtung 1.1.23 verwandelt. Ja, darf ich Sie mal kurz was fragen? Wohnen Sie selber hier? Zu Gast. Ah ja, Sie sind zu Gast, alles klar. Okay. Was denken Sie, wenn Sie das sehen? Ehrliche Meinung. Die sage ich lieber nicht öffentlich. Ja, alles klar, ist alles gut. Was denken Sie, wenn Sie mich sehen? Alles gut. Ja. Alles gut, wir wissen alle. Ich sag mal, es waren für mich keine Deutschen. Was bedeutet das für Sie? Was heißt das, keine Deutschen? Dass man sich drüben auf den Platz rufen muss, die da warten. Okay, aber wenn man Deutsch sagt, sagt man ja auch Deutsche mit Migrationshintergrund. Aber Deutsch sind ja alle. Sie meinen jetzt Bio-Deutsch, wenn ich das mal so sagen darf. Das waren keine Bio. Ich meine Ausländer. Ah ja, okay. Und dann müssen Sie sich wundern, wenn man schlecht über sie redet. Verstehe, ja. Nee, das verständlich, natürlich. Das waren einfach nur Jugendliche, die nicht alle Tassen krank haben. So einfach das. Ja. Man sieht ja, dass eine Mutter nicht herbeigeführt wurde, legen die dann Pflastersteine noch, die vorher, wo man vorher die Scheiben eingeworfen wurde. Ja. Und da wurde das Ding geziert und vorher gezielt. Verstehe. Nee, streite ich auch gar nicht ab. Ist ja alles richtig. Ich habe es leider beobachtet. Ist ja alles richtig. Ach, Sie haben das beobachtet. Ich bin auch noch Augenzeuge. Wie ist das, wenn wir mal zum Urkern gehen und mal fragen, wenn ich Sie mal fragen würde, wie ist das? Hängt es auch mit der Politik zusammen? Kann das sein? Ich muss mal lachen, was? Das ja? Hängt einfach nur mit Dummheit der Jugend zusammen. Na, man muss ja irgendwie auch am Urkern festhalten. Oder? Ich weiß nicht, welche Motive. Ich frage ja nur, ich habe selbst keine Ahnung. Ich frage ja mal. Die Frau hat mich ja gerade ausgelacht. Warum lockt man einen Feuerwehrtrupp in einen Hinterhalt, um dann zu überfallen? Warum macht man sowas? Ich weiß es nicht. Ich kann nur sagen, voll. Wir können es ja mal so vergleichen. Das ist jetzt ein Bus und ich will das gar nicht verharmlosen. Um Gottes Willen, gar nicht. Das ist jetzt ein Bus und ein Gebäude, was verbrannt ist hier. Ne? Ein paar Millionen kostet das schon, das Ding. Das wird nicht billig. So. Und was denken Sie, was die Politiker jetzt machen werden oder sich denken? Was denken die Leute da oben? Wo jetzt die Scheiben? Die Leute, die da wohnen, ne? Die sind voll in den Rauch. Also sind jetzt komplett das nur... Das ist kein Politiker, das ist einfach nur Dummheit. So. Das heißt, die Ausländer sind pur Schuld daran. Das habe ich jetzt damit nicht gesagt. Also es gibt nur noch deutsches Land zu sagen. Ich weiß ja nicht, wie man was sagen soll. Ich kann ja nicht sagen, echte Deutsche, hört sich auch scheiße an. Ich sage einfach mal so, Bio-Deutsch habe ich auch gesehen mit Knarren rumrennen, mit Kugelbomben. Ja. Gut, wir haben natürlich das. Will ich noch nicht bestreiten. Also, ja. Um Gottes Willen. Denken Sie nicht, dass Deutsche auch mit dabei waren? Nicht nur Ausländer? Also, ich habe. In der Gruppe? Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Kind auch scheiße in den Feuerwehrkörper gemacht. Ich habe es in Briefkästen gesteckt. Ah, ja, okay. So, und hatte meinen Spaß dabei. Jetzt haben wir dich. Nee, alles gut. Ist natürlich nicht lustig. War nicht richtig. Ja. Ist nicht lustig, ne? Nee, aber meine Jugend war auch so, aber nicht so. So war nicht. Er nicht dabei. Ja. Sowas habe ich auf keinen Fall gehabt. Sowas hatte ich nicht im Kopf. Geschweige von Böller im Briefkasten zu stecken. Das ist ja nicht nur der Bus, der beschädigt wurde. Ja. Das hätten ja viele Menschen sterben können. Na, ich habe vorhin schon erwähnt im Video, wenn das ein Gashaus wäre, hätten die ein Problem im Gebäude. Das ist kein Gashaus, wenn ich anbaue. Kann ich jetzt gleich mal sagen. Wie machen Sie das denn? Nee, das wird mit Fernwärmebetrieb. Ah, okay, alles klar. Also Zentralheizung und alles was. Okay. Das heißt, wenn Sie den Herd anmachen, ist da kein Gas und kommt dann nichts mit Bom, alles klar. Wie nennt man das denn? Da ist so ein Feuerstein drauf, ne? So ein Erzeuger. Für die ein paar. Jetzt so. Wo kommt der Herr jetzt her? Ist das japanische Medien oder? Weiß ich nicht, kann ich sagen. Ich will ihn nicht diskriminieren, ich frage ja nur, weil. Sensationslos. Ah, ja. Alles klar, ich danke Ihnen natürlich für Ihre Ausführung. Freundlichkeit, dass sie mir geantwortet haben. Es gibt ja Leute, die wollen nicht mit mir reden. Die denken, ich komme dann irgendwie, keine Ahnung, von der Lügenpresse. Aber ich zeige ja so, wie es ist hier. Und ich habe extra jetzt nicht gepennt die Nacht, um mir das morgens früh anzugucken, wo die ganzen Leute wechseln oder schlafen oder sonst was. Ich hätte jetzt keinen Bock, wenn es hier mehrere Leute draußen wären und
ich dann am Mittag hier rumstehen das finde. Dankeschön, ich wünsche Ihnen auf jeden Fall ein frohes neues Jahr. Ein scheiß Start ins neue Jahr, aber ich kann nichts dafür, ich weiß nicht. So viel steht fest. Alles Gute, mein Lieber. Ciao, ciao. Ja, auch ciao. Ja, heftig. Frag mal nochmal ganz kurz den Kollegen, woher er kommt. Freundlich, auf keine rassistische Art und Weise. Und dann gehe ich wieder. Excuse me, sir. Are you from the media? No. Ah, no. Okay. Yeah, I thought maybe. Yeah. Okay. No worries. No worries. Have a nice time. Happy New Year. So, Freunde, und hier verlasse ich euch jetzt auch. Wir sind im Sonnencenter. Das war's mit dem Video, Freunde. Six on in the Mix. Ihr wisst, was zu tun ist. So sieht das jetzt aus zum Schluss. Wir beenden das Video hier. Danke fürs Zugucken. Ich habe hier nichts mehr zu sagen. Wir sind durch und ja. Die Polizei patrouilliert sogar immer noch. Ein paar Restreifen. So, Freunde, und hier kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Mein persönliches Fazit zum Schluss. Meine Meinung. Und zwar finde ich das scheiße, klar. Die Jungs sind natürlich verantwortlich, wer auch immer das gewesen ist, klar. Von nichts kommt nichts. Aber, meine Meinung nochmal zum Schluss. Ich habe eine zweite Meinung. Alles richtig. Ich bin mit der Allgemeiner zusammen. Wir teilen uns dieselbe Meinung, aber, jetzt kommt das große Aber. Müssen wir nicht ab und zu manchmal aber auch an der Ursache anpacken? Was ist die Ursache? Müssen wir vielleicht nicht die Politik hinterfragen? Ich habe nichts gesagt. Ich habe nur gefragt. Kann es sein, dass das an der Politik liegt, so ein bisschen? Der Urkern ist auch die Politik, oder nicht? Die Politik ist ja auch irgendwo da. Weil es scheint mir so, als würden die Leute hilflos sein. Und wer kann am besten helfen? Weil die meisten Menschen ja systemtreu sind und glauben das, was die Politik sagt. Ja, ihr könnt euch das selber zusammenrechnen und einfach mal unten in die Kommentare schreiben. Das war's. Das war meine Meinung. Six on in the Mix. Jetzt aber wirklich. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Video.